Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem lächelnden oder lachenden Thorsten. Ja, wir haben gestern wirklich, wirklich gelacht. Und wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten. Und das war allerdings nicht ich, aller, na sagen wir mal so, ich musste mich selber auslachen, weil ich halt absolut verkehrt gecallt habe hier im CK. Wir sind hier, wo sind wir eigentlich? Bei Totos Bande. Und passiert gestern. Das Coole ist, muss ich sagen, wir haben es im Moment sehr, na, ich will nicht sagen sehr, sehr einfach, aber ich habe jetzt schon weit vor Abschluss des CKs hier alle meine Angriffe erledigt mit allen Accounts, an denen ich aktiv teilnehme. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Aber den Angriff, den ich eigentlich euch zeigen wollte, der ist vom einen meiner Moderatoren, vom Herrn Sparkling. Und jetzt muss ich auch mal gucken, welcher das war. Ja, das war dieser Angriff hier, wo ich so abgelacht habe, weil ich gesagt habe, oh, das wird nichts, ne? Rathaus 9 auf Rathaus 11. Oder sagen wir mal so, er hat ein Rathaus 11 mehr nicht. Ja, er hat ein Rathaus 11 mehr nicht. Und das immer zu Anfang ist das immer so laut. Und ja, ich habe wirklich am Boden gelegen. Aber guckt selber rein in den Angriff. Also ein schöner klassischer Go-Hock, also Golems vorweg, Helden mit drin. Und dann kommen auch irgendwann mal die Hogs. Allerdings gibt es ein kleines Problem, denn der Gegner hatte, ich würde fast sagen, ausschließlich, und gerade wo wir ja gestern gerade über diesen E-Drachen gesprochen haben, oder überhaupt über diese E-Drachen, ich glaube, die hatten immer einen E-Drachen in der Clanburg. Immer. Und zwar nur. Da kam nie noch ein Ballon mit raus oder so. Ich meine, hier sowieso nicht. Vermutlich, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine kleine Clanburg das war. Aber meistens immer nur ein E-Drache. Vermutlich hat nur einer gespendet da, wenn überhaupt. Immerhin war was in den Klarbogen. Also wir konnten jetzt nicht sagen, ist nichts drin. Ja, der hatte keine Klarburg. Aber ihr seht das selber, so ein E-Drache, der kann ganz schön wehtun. Und in der Mitte ist auch noch eine Queen. Okay, die ist jetzt nur 11, ne? Aber eigentlich habe ich hier schon gecallt, wird nichts. Ja, kannst du knicken. E-Drache lebt noch. Okay, E-Drache lebt doch nicht mehr. King fast down. Pekka, na, geht noch. Aber die Hogs werden jetzt alle hier nochmal vom X-Bogen oder von zwei X-Bögen, von Skeletten, von der Queen genervt. Und hier habe ich den Angriff eigentlich schon verloren gesehen. Weil vor allen Dingen, okay, die Hogs schaffen sogar noch die letzten beiden Verteidigungsgebäude und wehren sich dann auch immerhin gegen die Skelette. Nicht ganz gegen alle. Ich muss sie hier wirklich so ablachen. Das Skelett hier. Gegen den Hogrider. Na ja, geht gar nicht. Völliger Fail, aber von der anderen Seite kam dann doch noch Pekka und der King. Ich meine, die sind jetzt auch, die pfeifen auch auf der letzten Rille. Da durfte auch keine Bombe mehr liegen hier, ne? Kommt noch ein Magier mit hinzu von hier hinten. Noch so von der Ecke. Und dann sind das hier doch 3 Sterne. Also, Herr Sparkling hat dann als letzter gelacht. Ich habe aber trotzdem, war schöner Abend, wie immer. Und aber auch schöner Angriff hier, schöne Attacke. Ja, im Moment, wie gesagt, können wir ja hier absolut nicht meckern, was die Begegnung hier angeht. Und ja, wir gucken mal jemanden, den wir noch nie gesehen haben. Also ihr seht das hier, wir kämpfen hier hart gegen ja, doch sehr stark gerushte Dörfer. Ich meine, es ist nur gut für uns. Ist letztendlich nur gut für uns. Und dass unsere Gegner letztendlich so gerusht sind, womöglich steigen wir auf. Wissen wir noch nicht. Liga ist ja noch nicht vorbei, kann ja noch alles kommen. Und weil ich will jetzt nicht am ersten Mal oder am zweiten Tag von Aufstieg sprechen, wo kein Aufstieg ist. Aber es macht schon Spaß hier abends im Stream das Ganze so ein bisschen für euch mit du zu dokumentieren. Ich habe selber auch mit den kleineren Accounts live angegriffen. Ja, das mache ich auch. Und wenn auch nicht mit allen Accounts, also mit den großen, glaube ich, habe ich noch gar nichts. Dadurch, ich hatte schon 14er. 14er habe ich auch schon live gemacht, aber ich wollte eigentlich viel, viel mehr euch dann live zeigen, als mich live zeigen. Denn ihr macht dann doch mehr die Masse. Ich bin einer und die anderen 29 kämpfen dann auch oder je nachdem die anderen 14. Meistens abends, das passt. Passt auch die Uhrzeit, aber auch hier seht ihr das wieder. E-Drache in der Clanburg, der kann dann zum Problem werden. Wenn er dann im Gift steht, ist das kein Problem mehr.
Oder aber du hast halt so eine Masse an Hexen hier hinter. Aber ihr seht, das ist auch wirklich kein, eigentlich wenig Probleme hier. Im oberen Bereich wird es ein bisschen schwieriger, also wo ich mit Chefkoch kämpfe etc. Aber wenn wir im unteren Bereich hier sauber immer die 3 Sterne holen, dann ist das stabil hier, muss ich sagen. Aber wie gesagt, im Moment ist es zumindest hier sehr, sehr einfach, die Clankriege hier zu spielen. Brauchst nicht lange überlegen, hast meistens eine Armee, die immer passt. Und vor allen Dingen Hexen, hätte ich fast gesagt, gehen da auch immer schön mit Blitzzauber und den beiden Erdbebenzaubern habe ich auch im Moment mit einer Armee, bin ich da auch unterwegs. Also mache ich auch ein bisschen was damit. Aber wie gesagt, soll auch nur so eine Update-Folge sein hier. Ich bleibe heute mal in dem Clan Totus-Bande hier. Und also auch auf solche Begegnungen hier trifft man hier leider. Rathaus 11 klein, also mein Fry ist ja mein kleinster Elfer, auf Rathaus 13. 2, also zweite Ausbaustufe, aber ja, also einfach mal reingefandelt hier, von rechts und von links oder von 3 Uhr und 12 Uhr Helden mit dazu, Richtung gegnerischer Helden, und dann ja, geht es ja eigentlich recht geschmeidig durch. Ich muss mal gerade überlegen, hatte der, ja doch, auch der hatte sogar eine Clanburg, die steht hier hinten an der Ecke, die hätte man jetzt auch locken können, ne? Ist aber eh immer nur ein E-Drachen drin gewesen, also deswegen keine Panik und einfach rin hier mit allem, was das Zeug hält. Und dann hat das hier schon geklappt. Also wirklich, im Moment macht man es uns hier sehr, 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 sehr einfach. Und aber wer zuletzt lacht, vielleicht lachen ja alle anderen nachher, wenn die Liga ein bisschen fortgeschritten ist über uns, dass wir letztendlich die Genatzten sind hier, aber im Moment, muss man echt sagen, sind es in diesem Clan hier, also jetzt in dieser Liga hier. Die anderen, ihr seht auch da oben, lagen die ganzen Riesenbomben, auch kein Thema hier für die Riesen. Und schöner Sprungzauber hier von mir, finde ich, über alle Mauern, sehr cool. Einmal noch schnell das Lager gegiftet hier, jo, und so geht das. So geht das im oberen Bereich, und im unteren Bereich habe ich, glaube ich, mit Farnsworth auch angegriffen. Muss mal gerade gucken, das ist so der Gegenüber. Farnsworth. Ist der schon so hoch? So hoch ist er doch gar nicht, ne? Ach, da ist er. Ah, ist noch gar nicht angegriffen worden, okay. Ist noch gar nicht angegriffen worden. Aber auch hier gegen solche Bases hier, ich meine, das ist jetzt schon ganz schön ausgebaut, ne? Also der 9er sieht auf jeden Fall besser aus als der 13er da oben. Und Boden-X-Boden ein und ein auf Luft. Und mit einem, ja, auch ein Go-Hock. Also gerade die kleineren Rathäuser hier, denke ich mal, so 8, 9, 10, na 11, 11 würde ich da auch noch mit zutippen. Da geht so ein Go-Hock, denke ich mal, nach wie vor sehr, sehr gut. Weil ich so einen Schiss vor so einem E-Drachen hatte, habe ich gedacht, ich nehme mal Magier mit in die Clanburg mit rein. Dann habe ich wenigstens ein paar im Feld, die notfalls, falls meine Queen so richtig quer rennt, so einen Drachen hier schaffen. Aber auch hier ist es kein Problem. Und dann kann irgendwann mal, ich glaube, hier unten geht der Hock-Angriff los. Ja, ein bisschen Surgical gesetzt, nicht ganz so dolle, aber die müssen sich jetzt auch gegen den King da so ein bisschen durchschlagen. Friesen tue ich, glaube ich, hier nur in der Mitte. Gleich am X-Bogen, der hat am meisten Trefferpunkte von den ganzen Verteidigungsgebäuden. Auch das sollte man ab und zu mal mit berechnen. Wo schmeiße ich mein Heil? Wo schmeiße ich vielleicht mal meinen Fries? Und wenn ich den einen dabei habe. Aber die Hocks prügeln sich hier ganz nett durch. Kann man nicht anders sagen. Das sage ich auch sehr, sehr häufig, ne? Und dann nehmen die gleich auch den King aufs Korn, denn der King hier macht jetzt erstmal meine Queen. Ach nee, die Queen muss da hinterher. Ja, die musste dann auch hinterher, hinter dem König. War ein anderer Angriff. Die musste dann auch hinterher. Jo, also ihr habt schon mal einen Status hier aus Totus Bande. Ich werde dann die nächsten Videos aus den anderen Clans auch machen, sodass ihr in dieser Woche so ein bisschen Misch seht zwischen 9, 10, 11, 12, also es sollte alles mit dabei sein, 13er Angriffe auch, 14 und 15, natürlich dürfen die nicht fehlen, aber so habt ihr mal so eine gesunde Mischung, was hier so in den Clans vor sich geht. Und ich glaube, hier ganz, ganz unten
Ja, schade. Ich weiß nicht, was mit Speedy los ist. Habe ich noch mal eingeladen. Ist wahrscheinlich bockig, dass ich ihn nicht wieder eingeladen oder nicht rechtzeitig eingeladen habe. Es tut mir natürlich leid, wenn ich jemanden übersehen habe, wo wir hier durch die Clans gesprungen sind. Und ich wollte ihn eigentlich auch austauschen. Kann ich, glaube ich, sogar, muss ich dann Achter nehmen. Aber ihr seht, die Gegner hier sind auch nicht gerade die besten Rathäuser. Und einen hatte ich aber noch. Hier haben wir mal einen Fail. Okay, wieso haben wir hier eigentlich einen Fail? 50%. Okay, oh. Der 10er sieht ja fünfmal besser aus als der 13er. Aber das ist auch, ich kann mir vorstellen, das ist auch 9, ne? 9 auf 9 auf 10. Okay, das ist, ja, wenn das Rathaus so mittig steht, und er hat ja noch keine Belagerungsmaschine und nichts, dann könnte es natürlich mal schwieriger werden, in der Tat. Ja, 2 Golems, 3 Golems. Noch sieht es ja eigentlich ganz gut aus, finde ich. So funnelt man, kriegt aber die Mauerbrecher nicht durch, oder? Ah, doch, so ein bisschen kriegt er sie durch, aber auch hier wieder der berüchtigte E-Drachen in der Clanburg. Und auch wieder nur der eine, da passt ja mindestens ein E-Drachen rein und ein Loon. 35 Truppenplatz. Aber auch hier nutzt er das nicht, da kommen noch ein paar Hogs mit dazu, so verzweifelte Hogs. Und dann müssen wir mal gucken. Okay, er ist nicht ganz bis in die Base gekommen, aber hier seht ihr selber, der Drachen lebt einfach zu lange und kann immer wieder ausholen mit seinen Blitzen. Und die Hexen packen das unten auch nicht, sind auch nur zweier Hexen. Ne? Ach ja, okay, ich sehe alles ein. Ist ein kleines Problem. Sterben wird er jetzt doch noch? Ja, er geht jetzt noch down, aber hat doch ganze Masse Schaden gemacht und letztendlich ist da nichts in der Mitte. Was das Funneln sicherlich schwerer macht. Ich bin ganz ehrlich, gegen solche Bases hier, auch wenn ich mit einem Neuner unterwegs bin, komme ich einfach über Ecke. Bin ich ganz ehrlich. Weil da ist mir die Front letztendlich viel zu breit und dann da komme ich einfach hier über Ecke. Bin ich ganz ehrlich, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das blöd ist oder nicht. Aber ich komme hier einfach über Ecke. Vielleicht mit einem Sprungzauber oder mit zwei Sprungzaubern geht das auch. Und oder halt mit ein paar Erdbeben unterschiedlich. Aber ich mache dann einfach Ecke, denn da ist mir mit meinen paar Truppen, ich habe ja nur 220, ist mir dann so eine ganze Front einfach ein bisschen zu breit. Muss ich an der Stelle sagen. Ja, ich hoffe, ihr lacht, so wie ich, als letztes und nicht als erstes. Also tut mir nochmal leid, dass ich da so hämisch war und das so belächelt habe, dass einer meiner Mods hier live vermeintlich fehlt, aber doch nicht fehlt. Ich hoffe, ihr habt auch so ähnlich coole Angriffe aus der CWL. Ich habe immer noch ein paar, die ich noch zurechtschneiden muss. Aber mein Postsack, also meine Ablage bei Google, müsste eigentlich offen sein. Wenn ihr also auch so einen coolen Angriff habt, der so total daneben ist, aber trotzdem was wird, immer her damit. Und dann haben wir jetzt ja, glaube ich, ja, wir haben müssen, ihr müsst es jetzt eigentlich so kurz nach zwei haben. Ich habe jetzt kein Video gemacht über den Blog-Eintrag für Builderbase 2.0. Es gibt dort ein Video, es gibt dort Text, weil das Nachtdorf ist noch, da muss ich erstmal mit warm werden, auch mit dem Nachtdorf 2.0. Auch wenn ich das, was ich gesehen habe, doch recht. Es hat mich doch ganz schön begeistert, komischerweise. Aber ich wollte jetzt kein Video davon machen, bin ich ganz ehrlich. Guckt euch das einfach selber an. Ansonsten können wir das morgen Abend auch gerne nochmal im Livestream gucken. Aber wie gesagt, ich verlinke euch aber den Link in die, nicht in die Dropbox, sondern in den Blog von Clash of Clans. Ich weiß auch noch nicht, ob das nur der Englische ist. Das habe ich heute noch nicht erfahren können. Nur der Englische ist oder auch schon eingedeutscht ist. Dann verlinke ich euch natürlich auch den deutschen Blog-Eintrag und dann würde ich sagen, sehen wir uns in weiteren Videos, in den Livestreams. Vielen lieben Dank und immer schön lächeln, Leute, oder lachen. Bis dahin. Euer Toto. Clasht.